Hallo und herzlich willkommen im Wohnzimmer. Wir machen ein bisschen Schlafsackkunde mal wieder. Habe ich ja schon ein Weilchen nicht mehr gemacht. Liegt einfach daran, dass diese Wurst, die ist neu. Und deshalb kann ich ein bisschen was dazu erzählen, weil ihr wisst, wenn ihr es nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt gleich, wenn man einen YouTube-Kanal hat, ne? Der sich auch mit der Ausrüstungsfrage beschäftigt. Auch wenn ich versuche ja nach wie vor den Wald als meinen Schwerpunkt da sein zu lassen, die Ausrüstungsfrage diskutiere ich ja trotzdem immer ganz gerne mal zwischendurch. Dann hat man den Vorteil und auch die Motivation, wenn man sich jetzt schon neue Ausrüstung zulegen muss. Dann kann man sie wenigstens auch gleich noch in einem Video verwursteln. Das bringt ein zusätzliches Video. Wir sind ja alle so ein bisschen Sammler. Wir YouTuber, wir machen ja gerne neue Videos und viele Videos und sind manchmal auch ein bisschen auf der Suche nach Themenideen. Dann ist das einfach schön, wenn man mit dem, oder brauche ich sowieso Kauf von Ausrüstung, gleichzeitig noch ein Video machen kann. Was ich ja nicht mache, ist Ausrüstung extra für ein Video kaufen. Aber wenn ich sie schon kaufe, weil ich sie brauche, dann kann ich sie ja auch verfilmen sozusagen. Ne? Und das ist jetzt halt der Fall bei diesem neuen Schlafsack und deshalb mal wieder ein Schlafsack-Video. Warum ist der neue Schlafsack notwendig? Warum brauche ich jetzt den und warum muss der so scheiße teuer sein, sind jetzt die Fragen, die ich hier versuche, so ein bisschen auch für mich selber zu klären, weil der Faktor mit dem scheiße teuer sowas ist, was mich noch ein bisschen umtreibt. Man hat schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Er ist toll, aber boah, damit bin ich jetzt mal wieder. Naja, ich muss nicht verhungern, aber große Sprünge kann ich jetzt fürs Erste auch wieder nicht mehr machen. So, folgendes zum Vergleich. Warum brauche ich den? Ich hatte auf meiner letzten Wildnistour. Und es steht ja eine neue an, wer es noch nicht mitbekommen hat, nach Grönland soll es gehen. Da hatte ich dabei, also auf der letzten, in Schweden, ne, dazu gibt es eine ausführliche Playlist und reichlich Videos auf diesem Kanal, da hatte ich ja den Defense 4 mitgeschleppt. Der Defense 4 ist jetzt sicherlich kein klassischer Trekking-Rucksack, ist er nicht. Für mich persönlich, ich habe mir den zugelegt, weil ich einen Rucksack haben wollte, primär für Waldübernachtungen, biwakartige Waldübernachtungen unterm Schrägdach beispielsweise. Und deshalb war mir wichtig, dass das Ding relativ feuchtigkeitsunempfindlich ist. So, und dann sind wir gleich mal automatisch entweder unglaublich viel Geld los oder wir sind bei Kunstfaser. Diese beiden Möglichkeiten gibt's. Und da ich mich nicht für unglaublich viel Geld los sein entschieden habe, war ich bei Kunstfaser. So. Und jetzt gibt es Kunstfaserschlafsäcke, die sind vom Gewichts-Leistungs-Verhältnis noch ein bisschen besser als ein Defense 4. Und beim Defense 4 gibt es das besondere Phänomen, dass der, aufgrund dessen, dass er ja eigentlich fürs Midi-Pair konzipiert ist, sehr breit ist. Insbesondere ist der hier oben im Kopf- und Schulterbereich wirklich völlig zu breit, im Grunde. Wenn wir uns jetzt mal im Vergleich, nur spaßeshalber, den Kopf von diesem Ding hier, der nicht dafür gedacht ist, dass man einen Helm drunter trägt, angucken und hier mal ein bisschen zuziehen, dann stellen wir ganz schnell fest, dass die Kapuze tatsächlich eine gewisse kopfförmige, die passt sich dem Kopf an. Ne? Wir haben also nicht links und rechts vom Gesicht noch einen Haufen Schlafsack, wie das hier der Fall ist, wo man mit seinem Kopf niemals den oberen Schlafsackbereich ausgefüllt bekommt. Das geht nicht, weil man kann nur dieses Loch zuziehen. Das war's dann. Es gibt hier im Kopfbereich da unten keinen Kordelzug mehr, mit dem man den kompletten Schlafsack um den Kopf zusammenziehen könnte. Das ist einfach ein Nachteil, das wollte man aber so haben, weil du da mit kompletter Ausrüstung inklusive Helm dann in dem Ding liegen kannst. Das braucht natürlich kein Mensch im zivilen Bereich. So gesehen sind bei so Militärschlafsacken Haufen Features dabei. Böses Wort, böser Anglizismus, aber da das auch ein Ami-Schlafsack ist, bitte wende ich mal Anglizismen. ein Haufen Features dabei, die kein Mensch braucht. Eigentlich. Aber es sind auch ein paar Features dabei, die ich zwar nicht militärisch nutzen möchte, die mir aber sehr wichtig sind. Und dazu gehört eben dieses militärische Reißverschlusssystem mit dem Frontreißverschluss, wo man innerhalb von Sekundenschnelle den Schlafsack aufreißen kann, ja, und dann entsprechend auch draußen ist,
und aufstehen kann, wenn man das dann möchte. Und das hatte bei mir einfach immer den Hintergrund, dass ich gerne Tiere angucken mag, wenn sie vorbeikommen. Und zu diesem Zweck möchte ich recht schnell aus dem Schlafsack raus sein. Deswegen auch nochmal ein Grund, weshalb ich auch gerne freiwillig unter einem Tarp, einem Schrägdachtarp oder ähnlichem entsprechend übernachte. Einfach damit man viel von der Umgebung mitbekommt. Oder auch mal ganz ohne Shelter, selbstverständlich. Wenn das Wetter gut ist, dann gerne ohne Shelter. Und sich angucken kann, wer einen nächtens zu besuchen kommt. Finde ich toll, ist mir wirklich wichtig gewesen, deshalb wollte ich so einen Schlafsack, einen Biwak-Schlafsack. Kunstfaser ist ja per se relativ unempfindlich gegen Feuchte. Wenn der mal ein bisschen nass wird, muss man sich keine großen Sorgen machen. Man sollte ihn schon auch wieder trocknen und man sollte ihn auch nicht nass komprimieren, wenn man es vermeiden kann. Es ist aber nicht der Tod des Schlafsacks. Bei Daune nass komprimieren und dann eine Weile so komprimiert lassen, dann ist der wirklich hin. Dann kannst du ihn wegschmeißen. Also, beziehungsweise die Chancen, dass er dann hin ist, selbst bei einem super hochwertigen Modell wie diesem, ist durchaus hoch. Sagen wir es mal so. Ne? Weil es wird mir eh einer in die Kommentare schreiben, dass er seinen heiligen Daunenschlafsack nochmal retten konnte. Ich war ja immer, also viele Leute haben mir so unterstellt, ich mag Daunenschlafsäcke nicht und so weiter und so fort. Mag ich schon, die sind schon toll, aber ich finde das Kunstfaser-Bashing blöd. Nur weil Daune großartig ist, ist ein Kunstfaserschlafsack nicht schlecht. Das muss man wirklich unterscheiden. Die haben nur unterschiedliche Anwendungsgebiete. Klar kann man auch einen Biwak-Schlafsack mit Daunenfüllung verwenden, sofern das Außenmaterial völlig wasserdicht ist. Man kann da auch einen schnellgängigen Reißverschluss dran schrauben, das geht alles. Also sowas ließe sich herstellen. Wäre auch mit einem Daunenschlafsack möglich. Trotzdem, wenn ich wirklich ohne Schutz biwakiere, wo die Chance besteht, dass ich wirklich mal ordentlich nass regne oder dass mir meine Plane wegfliegt, weil oder sonst was oder es enorm viel Kondenswasser gibt oder der Wind plötzlich dreht und es regnet mir unter mein Schrägdach und all solche Sachen. Und deswegen habe ich mich für sowas, bin ich wirklich glücklich und zufrieden mit einem Kunstfaserschlafsack und gut ist. Und Waldübernachtungen mache ich auch meistens nur im Rahmen von 2-3-tägigen Touren oder halt überhaupt keinen Touren, auch mal, das kommt natürlich auch vor. Und da ist es dann auch nicht so schlimm, dass dieses Ding mit seinen Sonderfunktionen. Und da ist dann halt auch nicht so schlimm, dass das Ding 2,1 Kilo wiegt. Ne? Das ist selbstverständlich schwer. Das ist für einen Kunstfaserschlafsack, der so warm ist wie der Defense 4, dann wieder sehr akzeptabel, wenn man die Därme richtig nutzen kann. Das ist deswegen, vor allen Dingen aus meiner Sicht, deswegen ein so viel diskutierter Schlafsack, weil A, viele Leute ihn haben, weil er Tekti cool ist. Und davon abgesehen, dass er Tekti cool ist, ist er ja auch gut. Nur muss man wissen, dass man halt einen Schlafsack zu seiner Körpergröße passend kaufen muss. Und wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt einen, sagen wir mal, tendenziell eher bundesdeutsch durchschnittlich gebauter Mann ist, dann ist der Schlafsack vielleicht tendenziell schon eher nichts für einen. Es gibt Ausnahmen, aber man sollte vielleicht eher meine Statur haben und ich sehe in Videos meistens etwas schmaler aus, als ich tatsächlich bin. Nicht, weil ich besonders breit bin, aber so breit, dass ich bei Globetrotter gerade mal 4 Schlafsäcke zur Auswahl hatte jetzt beim Schlafsackkauf, weil ich in alle anderen nicht reingepasst habe, weil zu breit. Also ganz schmal bin ich offensichtlich nicht. Freundin hat das bestätigt. Ich selber sehe das zwar nicht so, aber ja, ich passe trotzdem in kaum Schlafsäcke. Ich brauche also wirklich die etwas breiteren Modelle. Der ist breiter geworden. Die Vorgängermodelle, die waren noch etwas schmaler. Und da hat man jetzt etwas mehr Raum dazugegeben, weshalb ich jetzt reinpasse. Und die Vorgängermodelle hätte ich wahrscheinlich auch schon nicht mehr reingepasst. Jedenfalls fülle ich, und damit kann ich da auch gut drin schlafen, in Defense 4 ziemlich aus. Der ist für mich sogar recht eng. Ist nicht so, dass ich da drin Boot fahren kann. Viele Leute können da drin Boot fahren und die frieren dann tatsächlich auch schon um den Gefrierpunkt und regen sich dann furchtbar darüber auf, dass der Hersteller angibt minus 8 Komforttemperatur und Komfortlimit-Temperatur minus 15 und halten das für völligen Humbug und völlig bescheuert. Ich kann aus meiner Erfahrung bestätigen, dass ich, das müsst ihr mir natürlich nicht glauben, ne? Ihr könnt natürlich auch sagen, ja, du lügst, der Schlafsack muss scheiße sein. Ich habe da auch schon bei minus 12 oder kälter, das weiß ich nicht. Ich konnte nur minus 12 nachweisen, weil ich nur das im Wetterbericht fürs Tal, und ich saß auf dem Berg, eben entsprechend nachlesen konnte. Und ich habe bei minus 12 drin gepennt und das war nicht schön. Na, das war nicht schön. Aber ich habe gepennt. Ich konnte schlafen und es war nicht so, dass ich wirklich mich zu Tode gefroren hätte oder so stark gefroren hätte, dass ich halt nicht mehr schlafen kann. Also wir waren noch nicht im Extrembereich.
Klassiker haben ja auch immer die Extremtemperaturangabe, die man eigentlich fast getrost ignorieren kann, weil die lediglich angibt, bis zu diesem Grad überlebst du eine Nacht mit ohne größere Erfrierungen. Ne? Und das will keiner. Das will man nicht ausprobieren. Ich habe oft genug schon mal ein bisschen so viel im Schlafsack gefroren, dass ich im Extrembereich, also nicht im äußeren Extrembereich, aber jenseits von Comfort Limit jedenfalls definitiv gewesen bin. Und das muss man nicht haben, das macht keinen Spaß. Aber an sich ist das ein guter Schlafsack, man muss nur wissen, wofür man ihn einsetzt. Und man braucht so einen Schlafsack, schon gar nicht, wenn er so viel wiegt, nicht in einem Zelt. Wenn man keinen anderen hat und sagt, gut, das ist jetzt halt der, den ich halt gerade griffbereit habe und ich will mir keinen neuen kaufen, dann kann man den selbstverständlich auch für eine Trekkingtour nehmen. Man muss ihn dann halt aber eben auch tragen. Aber das ist nicht, dass es unmöglich ist. Das kommt oft so rüber, als ginge das überhaupt nicht. Das kann man nicht machen, das geht nicht. Du musst dir einen Ultralight-Down-Schlafsack zulegen, wenn du eine Trekkingtour, die länger ist, machen willst, weil dein Defense 4 ist viel zu schwer. Doch den kann man mitschleppen. Natürlich kann man das. So. Aber jetzt kommen wir dazu, warum habe ich dann den hier? Den habe ich deswegen, weil ich ein Weichei bin und weniger schleppen will. Nee, ich werde genau das gleiche schleppen wie auf der Schwedentour. Nicht, weil ich unbedingt nochmal so viel schleppen will wie auf der Schwedentour, so Weichei bin ich dann doch, sondern weil einfach diesmal die komplette Kameraausrüstung mit soll. Und ich habe hier so ein lustiges, wartet mal, da hinten ein lustiges Köfferchen. Indem ich das so aufbewahre. Und was soll mit? Es soll mit das Objektiv, was hier drauf ist. Das ist das Weitwinkelobjektiv, das wiegt schätzungsweise 250 Gramm. Dann soll mit dieses kleine Schnuckelchen hier. Das ist leider Vollstahl, beziehungsweise Vollalu. Hat trotzdem auch noch einen Haufen Glas noch verbaut. Auch wenn das klein ist, wiegt das auch relativ viel. Was gerade drauf ist, ist wenigstens Plastik. Damit relativ leicht. Klar, Vollmetallobjektive mit nur einer dünnen Kunststoffhülle sind hochwertiger, aber auch schwerer. Und für mich als Mensch, der Touren macht und trotzdem mit einer Spiegelreflex rumrennen möchte und auch irgendwo muss, weil er sich keine Vollformat, spiegellose, schieß mich tot, sehr leichte Sony Alpha, schieß mich tot leisten kann, die sind halt wirklich jenseits meiner Preisklasse, muss es halt das sein. Und dann haben wir hier noch ein Teleobjektiv, das ich mir wirklich auch noch antue mitzuschleppen. Das allein wiegt ein halbes Kilo. Dann habe ich vielleicht noch das Standard-Kit-Objektiv dabei, damit ich einfach sämtliche Brennweiten zur Verfügung habe. Die von diesem Objektiv ist ja nur, das war die Bandbreite. Damit, das ist eine Fixbrennweite, habe ich halt nur die 24 mm und darauf können sie hinauslaufen. Dann haben wir noch eine zusätzliche Action-Cam dabei. Für Freundin und für Flussdurchquerung und wirklich Ad-Action oder wenn wir mal ein bisschen rumklettern. Es müssen ein Haufen Ersatzakkus mitgeschleppt werden. Kamera-Body wiegt auch noch was. Und auch ein volles, komplettes Stativ will ich auch noch mitschleppen. Ursprünglich hatte ich ja mal mit nur diesen Mini-Stativ geliebäugelt. Damit kann man auch arbeiten. Aber Freundin war der Meinung, du musst das bestmöglichste Bildmaterial rausholen. Und damit kommen wir dann auf ein Gesamtgewicht von Kamera-Equipment von 2 bis 2,5 Kilo, vielleicht auch 2,7 Kilo. Kommt drauf an, wo man noch ein bisschen was drücken kann. Selbstverständlich so eine Tasche, die Tasche nehme ich nicht mit, die wiegt auch noch mal relativ viel. Aber es ist einfach notwendig, damit man das noch alles getragen bekommt. Und wir machen ja eine 14-Tage-Tour und müssen auch entsprechend Nahrung mitschleppen. Autarke 14-Tage-Tour. Brennstoff und Nahrung kann man nicht unterwegs nachkaufen. Man kann drittens unterwegs nicht Müll entsorgen. Es mag Touristen geben, die das tun. Die gehören aber alle verschlagen und im nächsten See versenkt. Bei bitte 4 Grad, weil das geht mal überhaupt nicht, dass man seinen Müll in der Landschaft liegen lässt. Selbst wenn man ihn nicht mitten in die Landschaft schmeißt, sondern an irgendeiner Hütte deponiert, in der Hoffnung, irgendwer wird ihn schon einsammeln. Nein, 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 da spielen wir nicht mit. Wir nehmen alles wieder mit und schleppen alles durch Grönland und nicht nur nach Grönland. Das ist der wesentliche springende Punkt. So, das heißt, meine Ausrüstung muss leichter werden, weil irgendwo ist das Limit dann erreicht, was ich tragen kann. Und zwei große Gewichtssparmaßnahmen. Erstens, wir sind zu zweit und jeder trägt nur ein halbes Zelt. Ich hatte auf meiner Schwedentour ja ein Zwei-Personen-Zelt alleine durch die Landschaft geschleppt, was auch ging. Aber ja, ne, dadurch, dass wir uns das Ding jetzt teilen, hat jeder nur 1,15 Kilo Zelt dabei und nicht einer allein 2,3 Kilo Zelt, was ja auch leicht ist für ein Zwei-Personen-Zelt im Grunde. Ne?
Und die nächste Sache, wo ich mir gedacht habe, da kannst du mit einer Neuanschaffung unglaublich viel Gewicht sparen, ist halt eben der Schlafsack. Statt 2,1 Kilo wiegt der Western Mountaineering Ultralight, ja so heißt er, nichts gefühlt, ja, nichts. Das ist ein Wölkchen, der wiegt gar nichts, der wiegt 800 Gramm. Okay, 870, aber 870, ja, für Comfort Limit Temperatur, je nachdem wie man fragt, minus 7, minus 8, minus 6, so irgendwie sowas, ne? Und ich fülle den gut aus, ich denke schon, dass ich auf diese Werte kommen werde. Ich hatte noch nie das Problem, dass ich bei irgendeinem Schlafsack den Comfort Limit Wert, der von diesem ollen EU schieß mich tot Testverfahren eben entsprechend ermittelt wird, dass ich den nicht erreicht hätte. Ist mir noch nie passiert, wegen eben entsprechend nicht ganz, ganz wenig Körpermasse. Ne? Manchmal ist es ja durchaus zu viel und es könnte auch ein bisschen weniger sein. Aber zumindest im Schlafsack pennen hat das Vorteile. Da heiz ich eigentlich meistens ganz gut. Wahrscheinlich wird es so kalt auch nicht werden. Aber man braucht einfach noch ein bisschen Reserven für Nächte, in denen man einfach völlig fertig ist. Wenn du nämlich völlig fertig bist, erreichst du niemals die Komfort-Limit-Temperatur. Und da kannst du schon froh sein, wenn du die Komfort-Temperatur eben entsprechend erreichst. Die liegt bei minus 2, minus 1, minus 3, je nachdem, wie man fragt wieder. Und ja, das wird sich ja oft haben. Das wird sich ja oft haben. Und gerade für lange Touren sollte man den Schlafsack nach der oberen Komforttemperatur auswählen, dass die noch unter den durchschnittlich zu erwartenden Temperaturen liegt. Noch ein paar Grad drunter. So, durchschnittlich zu erwarten in Grönland ist nächtens 4-5 Grad jetzt bei unserer Tour. Also bin ich mit minus 3 nochmal 8 Grad, minus 2, minus 3 nochmal 7 bis 8 Grad drunter unter der durchschnittlich zu erwartenden Nachttemperatur. Und ich denke, da bin ich wirklich sehr gut ausgestattet, weil in der normalen Verfassung, wenn es kein super anstrengender Tag ist, schaffe ich ja wie gesagt auch die Comfort Limit und dann bin ich wieder bei minus 8. Und jetzt haben wir genug mit Minuszahlen hantiert. Das ist also ein schweineteurer Hochleistungs-Daunenschlafsack. Western Mountaineering gilt so ein bisschen, wenn man sich auf dem Schlafsackmarkt umhört, vielen Leuten, nicht allen, aber vielen Leuten, als so ein bisschen das, was Hilleberg bei Zelten zumindest lange Zeit gewesen ist. Da kann man sich inzwischen auch wieder streiten, ob die das immer noch sind. Aber es ist sicherlich einer der führenden und der Top-Hersteller und macht zumindest mal so ziemlich, nicht auch ausschließlich, aber so ziemlich die teuersten Schlafsäcke. Zelte wären jetzt wieder bei Hilleberg. Braucht man so einen teuren Daunenschlafsack? Naja, wenn man einen haben will, der nicht mal ein Kilo wiegt und bis minus 7 Grad runter geht, wahrscheinlich schon. Das wird nämlich sonst schwierig. Zum Vergleich. Das hier ist Daunenschlafsack von Freundin. Das ist ein Carinthia. Also Carinthia baut auch gute Schlafsäcke, ja? Meiner Erfahrung nach. Und sie ist damit auch gut zufrieden. Und der roundabout 300 Franken wird der gekostet haben, ist circa 6 Jahre alt, ja, aus dem Jahr 2012, nennt sich, ich weiß nicht, ob sie den noch im Angebot haben, ECC 600M, kann auch sein, dass man ihn eher unter 600M findet, habe ich jetzt nicht explizit nachgeguckt und das ist jetzt so rein von Qualität, Preis und so weiter und so fort ein gehobener Mittelklasse. Daunenschlafsack. So ungefähr gehobene Mittelklasse. Jetzt muss man ja sagen, inzwischen gibt es ja auch noch China-Daunenschlafsäcke, die du wirklich für ganz wenig Geld bekommst. Zum Thema Daunenethik kommen wir noch. Das ist bei solchen, bei den ganz billigen Budget, sage ich jetzt mal, Daunenschlafsäcken sicherlich nicht gut. Auf keinen Fall gut. Mein Problem war, weshalb ich keinen Mittelklasse-Daunenschlafsack haben wollte. Nicht so sehr das Gewicht, weil der spart immerhin noch 600 Gramm zum Defense 4 ein. Moment, vielleicht finde ich den Zettel, auf dem drauf steht vielleicht eventuell, was der wiegt. Ja, der wiegt 1400 Gramm, also in neu. Wenn sie älter werden, werden sie tendenziell eher ein kleines bisschen schwerer. Weil die Daune nicht mehr 100% trocknet. Sie trocknet 99,5% oder irgendwie sowas. Aber nicht mehr 100%.
Oft nicht. So. Und deswegen, ja, 1400 Gramm sicherlich realistisch. Viel leichter wird er nicht sein. Carinthia Defense 4 wiegt ja 2100, zumindest mit Packsack. Ungefähr 2100, sage ich jetzt mal. Nachgewogen, vom Hersteller angegeben, sind 2050 in der Large-Version. Ich habe alles in der Large-Version. Ja, bei mir ist nichts in der Nicht-Large-Version. Ist natürlich alles leichter, wenn ihr Regular nimmt. Gut. Und jetzt, wo liegen jetzt die Qualitätsunterschiede zwischen eben einem Mittelklasse-Down-Schlafsack? Der ist gut, ne? Also nicht, dass der schlecht wäre. Und für fast alle Leute reicht ein Mittelklasse-Down-Schlafsack, wenn sie überhaupt einen Down-Schlafsack brauchen oder meinen zu brauchen, vollkommen aus. Ja, also ich will niemandem sagen, kauft euch Western Mountaineering. Bloß nicht. Seid doch nicht bescheuert, so wie ich. Aber ja, ne? Die Unterschiede sind dann so ein paar kleine Details. Erstens mal das Gewicht. Der hat, Moment, stand auch wieder unten drauf, muss ich nochmal nachschauen. Ich wollte ja nicht mehr über Temperaturen reden, aber Komfort-Limit, also Komfort normal, minus 0,4 Grad, die geben immer so lustige Komma-Werte an, die Carinthia-Leute, und Komfort-Limit minus 6,4. Also das ist ungefähr vergleichbar mit meinem. Ungefähr. Meiner ist vielleicht noch ein Ticken wärmer. Ne? Aber der hier wiegt 500 Gramm mehr. Das ist so einer der Gründe, also eine der Sachen, die man bekommt, wenn man halt sagt, ich gebe gern 200 Euro mehr aus. Das zweite, was man bekommt, wenn man 200 Euro mehr ausgibt, ist Daunendichtigkeit. Seht ihr? Also gerade an den Nähten tritt hier gerne mal Daune aus. Und ich hatte ja schon mal einen Daunenschlafsack und was mich an dem Ding bis heute total nervt, so sehr, dass ich ihn nur noch als bessere Bettdecke verwende. Hier kann man es auch schön sehen. Ist Daunenverlust. Ich finde Daunenverlust, gerade bei einem Daunenschlafsack, dir geht unterwegs Isolationsmaterial verloren. Das finde ich scheiße, das nervt mich tierisch. Manchmal kann man, oh, hier steht es relativ weit raus, manchmal kann man, wenn man das rechtzeitig sieht, innen reingreifen, die Ecke nehmen, wo die Daune außen raussteht, oder wenn sie innen raussteht, muss man halt von außen hingreifen und versuchen, die Daune zu greifen und durch das Material wieder reinzuziehen. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie ich das meine. Ich fummel hier jetzt nicht ewig rum. Ich habe da noch nicht so viel Übung drin, aber es hat schon geklappt. Ich habe es eben mal ein bisschen versucht. Was man auf keinen Fall machen sollte, wäre Daune einfach rausziehen, weil A ist sie dann weg. Schatz, guck gerade nicht. Tada! Hey! Ah! Ich habe sie nur abgerissen, ich habe sie nicht rausgezogen. Nee, das soll man vor allen Dingen deswegen nicht machen, weil A ist die Daune dann weg und B ist dann das Loch, wodurch die Daune nach außen gekommen ist, ja nochmal ein bisschen vergrößert. Weil gegen Ende vom Kiel, Daunen sind ja auch Federn mit einem Kiel, der ist zwar super dünn und super fein, aber sie haben einen, der wird gegen Ende nochmal ein bisschen dicker, weiß man von Schreibfedern, weiß man von Schwungfedern, die man vielleicht schon mal am Boden gefunden hat. Und das vergrößert jedes Mal, wenn man es nachzieht, sozusagen das Loch. Außerdem, durch die Rausziehbewegung kannst du einen ganzen Daunenstrom auslösen, dass dann eine Daune nach der anderen sozusagen hinterherkommt. Sollte man also auf keinen Fall machen. Das Rausziehen? Ja. Wusstest du nicht? Doch. Na also. Und du rupfst sie mir raus? Nein, ich habe sie abgerissen. Kriege ich jetzt ganz großen Ärger? Ja. Das war laufend der Kamera. Du kriegst keine Brötchen mehr. Keine Brötchen? Oh, na gut, dann kann ich wenigstens mal abnehmen. Jedenfalls, das ist so meiner Meinung nach einer der Punkte, also die zwei Hauptpunkte aus meiner Sicht, nach meinen bisherigen Recherchen und meinen bisherigen Erfahrungen, die man bekommt für viel Geld mehr bei einem Daunenschlafsack. Noch leichter, daunendicht. Western Mountaineering ist nach dem, was ich so im Internet recherchieren konnte, so ungefähr die einzige Firma, die bei ihren Daunenschlafsäcken zwar nicht hundertprozentig garantiert, dass die daunendicht sind, aber fast. Also vom Hersteller gilt dieses Material als nach innen und nach außen daunendicht. Wenn man sich jetzt die Nähte mal anguckt, einfach im Vergleich vom Außenmaterial, von dem hier zu dem hier. Das machen wir jetzt mal spaßeshalber. Wartet, wir zoomen und ihr guckt mal. Da könnt ihr eine Naht sehen. Ne? Die sieht man, glaube ich,
ganz gut, ganz deutlich. Das ist ja nicht eine schlechte Naht, keinesfalls. Im Vergleich, eine Naht hier. Die sind halt jetzt noch mal ein bisschen feiner und jetzt kommt noch erschwerend dazu, dass die Nähte alle versetzt sind. Wir haben also beim vernähten Material immer so gesehen versetzte Nähte, dass die Daunenkammer mit dem Oberoberstoff nie an derselben Stelle vernäht ist. Also wenn die Daune aus der Daunenkammer rauskommt, kommt sie noch nicht aus dem Oberstoff raus. Das ist so eine der Tricks. Und wenn wir uns jetzt mal das Innenmaterial angucken, da wo eher dran gerieben wird als am Außenstoff, da haben wir sogar zum Teil verschweißte Nähte. Und wir haben hier im Bereich des Reißverschlusses, wo man sich schnell mal den Schlafsack einreißen könnte, haben wir sogar so eine richtige Schweißlinie, die verhindert, dass man sich Schlafsackmaterial mit dem Reißverschluss einklemmt. Also auch da ist es wieder fast unmöglich, dass da irgendwelche Daunenlecks entstehen können. Jetzt habe ich den Schlafsack noch nicht lange, aber ich habe auch noch nicht im Ansatz irgendeine Daune gefunden, die hier auch nur im Ansatz versucht, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite nach außen zu kommen. Ich hoffe also wirklich, auch nach dem, was man im Internet an Reviews so lesen kann, viele kann man nicht lesen, je teurer das Produkt, desto weniger Reviews gibt es. Aber nach dem, was man so lesen kann, ist wohl Daunendichtigkeit ein Zustand, der hier nahezu, ich sage jetzt mal einfach nahezu sicherheitshalber, realisiert wurde. So ein Glassack verliert fast bis hin zu überhaupt nicht Daune. Ja? Das war mir einfach wichtig, weil mich persönlich, ich finde das arg nervig, wenn ich auf Natur drüber nachdenken muss, jetzt hast du wieder 3 Daunen verloren, jetzt ist dein Glassack wieder etwas weniger warm. Also nur mal das als kleines Beispiel. Die Qualität der Daune ist sicherlich nochmal auch ein preisgebender Faktor. Man spricht ja bei Daunen von Bauschkraft. Da gibt es sowas zwischen 750 Kubikinch bis hin zu 900 und tendenziell noch ein bisschen drüber Kubikinch. Kein Schlafsackhersteller ist so dreist, dass er 900 noch was Kubikinch als Bauschkraft in seinem Schlafsack angibt. Western Mountaineering verbaut nur 850er Daune, also nur die mit der momentan auf dem Markt erhältlich höchsten Bauschkraft. Vielleicht gibt es ja inzwischen doch einen, der sagt, unsere Daune hat 900, das lässt sich aber fast nicht mehr realisieren, weil wenn man Daune nimmt, die in Bauschkraft-Tests im Labor tatsächlich über 900 Kubikinch Bauschkraft eben entsprechend bringt, und baut die in den Schlafsack ein, wo sie ja zumindest ein ganz kleines bisschen komprimiert wird, einfach weil sie sich im Stoff befindet. Und schon bringt die nicht mehr die Laborwerte. Das ist so ein bisschen wie mit der Abgasuntersuchung beim Diesel. Laborwerte und Praxiswerte liegen ein wenig auseinander. Und deswegen finde ich eine faire Philosophie. Sagt Western Mountaineering, wir haben Daune mit 850 plus X. Bauschkraft, die kann also durchaus noch ein bisschen höher liegen. Sie hat mindestens 850 und das erreichen sie wohl auch. Aber im Labor haben sie meistens Werte über 900. So, ich weiß nicht, was hier für eine Daune drin ist. 750er mindestens, 650er ist so das Mieseste, was man kriegen kann. Wird kaum noch verkauft. Und ja, wie gesagt, bei 850 bist du dann bei der hochwertigsten, rein von der Bauschkraft her. Dann ist noch wichtig, Verhältnis Daune-Federn bei günstigen, also dann sind es wirklich günstige, nicht mehr Mittelklasse, sondern günstige Daunenschlafsäcke. Hier zum Beispiel Evelyns Daunen-Sommerschlafsack, der verliert noch mehr Daunen als der hier, das ist ja noch nicht schlimm, der ist ja immer noch warm und den hat sie ja schon viele Jahre und der ist noch warm. Also es ist noch kein Leistungsverlust merkbar, aber einzelne Daunen sind halt schon raus. Und eine Daune wiegt ja nichts. Ne? Also wenn wir sagen, das Ding hat 600 Gramm Füllung von mir aus, Daunenfüllung, und da verlierst du 10 Daunen, das ist nicht mal ein Gramm, das ist nicht mal ein halbes, das ist ein Milligramm irgendwie sowas. Ne? Also Daune wiegt ja gar nichts. Der hier hat gerade insbesondere an den Kreuznähten, das hier ist eine Stelle, das ist kreuzweise genäht, da verliert er eigentlich an fast jeder so einer Stelle, hängt da ein weißes Zipfelchen raus. Dafür, das ist natürlich wirklich nur ein reiner Sommerschlafsack, aber wenn ich jetzt hier rumwedel, dann fliegen hier schon Daunen durch die Landschaft, so einzelne Fäden.
Aber dieses Ding hier, das nennt sich Eisplum vom Hersteller, keine Ahnung. Das ist dann tatsächlich ein tendenziell eher günstiger Down-Schlafsack. Dafür ist er wirklich super klein komprimierbar und das war einer ihrer ersten. Also es ist nicht so, dass sie schlechtes Zeug gekauft hätte. Meine ersten Schlafsäcke sind auch nichts mehr. Jedenfalls, dafür, dass das Ding wirklich uralt ist, ist der auch noch ganz okay. Und das Packmaß ist unglaublich gering. Ja? Der hat so zwei Cola-Dosen Packmaß, wenn man ihn entsprechend komprimiert. Und für den Sommer langt das ja auch. Ja, also wunderbar, nur so als Beispiel eben entsprechend. Der wird mit Sicherheit höchstens 750er Kubikinch Down-Bauschkraft entsprechend haben. Kann mir nicht vorstellen, dass das viel mehr ist. Thema Bauschkraft. Bauschkraft ist ja jetzt bei meinem Kunstfaser Defense 4 hier, der ja sauschwer ist und nachweislich, aber trotzdem sehr warm, zumindest für mich, scheiße. Die ist wirklich miserabel, mehr oder weniger. Also nicht ganz so schlecht wie jetzt hier beim kleinen Sommerschlafsack, ne? Aber das ist ja auch nur ein Sommerschlafsack und da ist nicht viel mit super Kissen-Effekt, mit super Aufplusterungseffekt. Mit super, diese Dicke hier ist komplett down. Ne? Da ist jetzt nicht noch ein Hohlraum in der Mitte, sondern so dick ist der wirklich. So wie man es hier jetzt gerade sehen kann. Das ist einfach das komplette Bausch, die komplette Bauschkraft der Down, die hier drin sind. Zum Vergleich nehmen wir mal das Fußteil, das ja nochmal extra dick gefüttert ist und extra so eine Fußbox hat. Und wenn man das zusammendrückt auf die Materialstärke, dann kommt man hier zu sowas. Ja, hier, wo meine Hände jetzt sind. Verglichen ist das natürlich schon ein deutlicher Unterschied. Der ist trotzdem warm, weil, was viele Down-Schlafsack-Fans meiner Meinung nach nicht berücksichtigen, ist, eine Fleecejacke ist auch warm. Hat die eine hohe Bauschkraft? Nö. Ist die trotzdem warm? Ja. Bauschkraft allein ist nicht der einzige Faktor, der einen Schlafsack warm macht, sondern auch die Dichte vom Isolationsmaterial. Selbst eine Rettungsdecke ist warm, wenn man sich da drin einwickelt. Ne? Und die ist weniger als ein Millimeter dick. Viel weniger als ein Millimeter. Kunstfasermaterial mag nicht so unglaublich viel Luftpolster einlagern, dass man dann erwärmen kann am Körper, wodurch so ein Down-Schlafsack bei minimaler Materialverwendung trotzdem sehr warm ist. Klar, natürlich ist das besser. Gewichts- zu Wärmeverhältnis. Deswegen kann man aber auch mit Kunstfaser einen genauso warmen Schlafsack bauen. Der wiegt dann halt nur unglaublich viel, weil das Dämmmaterial sehr dicht gelagert sein muss. Dadurch, dass es aber dicht gelagert ist, ist die Dicke vom Material nicht egal, aber fast. Man kann also nur Bauschkraft eines Kunstfaserschlafsacks mit einem Kunstfaserschlafsack vergleichen. Wenn man die Bauschkraft eines Down-Schlafsacks mit einem Kunstfaserschlafsack vergleicht, dann kann man sicher sein, dass bei gleicher Bauschkraft der Kunstfaserschlafsack sogar wärmer sein wird, weil der Down-Schlafsack dann eine sehr kleine Bauschkraft im Verhältnis hat. Wenn wir hier jetzt lieber die beiden im Direktvergleich angucken, der hier mit der wirklich massiv höheren Bauschkraft ist rein von den technischen Daten her nicht so warm wie der Defense 4 mit der deutlich niedrigeren Bauschkraft. Ne? Also diese Bauschgeschichte wird überbewertet, meiner Meinung nach. Wird ganz gewaltig überbewertet. Wer meinetwegen seit 30 Jahren nur in Daune pennt, hat vielleicht den Blick auf Kunstfaser verloren. Ich weiß es nicht. Ne? Viel leichter, viel leichter, viel gemütlicher. Viel langlebiger. Deswegen aber nicht scheiße. Ja? Außerdem 190 Euro, 530 Euro. Ah! Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Ne? Nicht jeder will sich für ein sporadisch hin und wieder nur betriebenes Hobby wirklich eine Daunentüte für 530 Euro kaufen. Selbst wenn die 20 Jahre hält, wenn es gut läuft. Oder 30 Jahre, wenn es sehr gut läuft. Ja? Und man kann die sogar gebraucht wieder verkaufen. Ja, auch das geht. Man kann also sagen, man kriegt ja seine Kohle oder einen Großteil davon wieder, wenn man nur für eine Tour meinetwegen einen Down-Schlafsack haben möchte von Western Mountaineering und dann verhökert man ihn für 400 Euro weiter. Wäre fast schon angemessen. Ob man es wirklich verkauft bekommt, zu dem Geld ist nochmal eine andere Frage. Aber 350 könnte ich mir vorstellen. Ne? Was kann der? Das war
müssen wir jetzt auch noch zu sprechen kommen. Der ist wasserfest beschichtet. Western Mountaineering hat 3 Schlafsackreihen im Angebot. Sie haben einmal die Extreme Light Serie, dazu gehört der hier, nennt sich Ultralight das Modell. Ne? Nochmal, um das klarzustellen, aber das habt ihr auch im Titel, glaube ich, schon gelesen. Ich denke, das schreibe ich da dazu. Der ist auch wasserdicht beschichtet. Betonung auf wasserdicht beschichtet. Das ist aber auch der Carinthia. Der hat auch nur eine wasserdichte Beschichtung auf dem Material. Ist die Beschichtung irgendwann rausgewaschen, sei es durch ewig viel Benutzen, sei es durch Regen, sei es durch Wäsche in der Maschine oder Wäsche in Handwäsche oder sonst was, dann ist irgendwann nicht mehr viel mit wasserdicht. Das ist hier genauso. Man kann die Beschichtung wie bei jedem wasserdicht beschichteten Material, auch bei Klamotten, Regenhosen sind klassischerweise so gebaut, wenn man jetzt nicht eine Vollmembran-Regenhose hat, kann man die Beschichtung erneuern. Ist nie so gut wie vom Hersteller selber gemacht bei Herstellung, aber man kommt da schon viele Jahre eben entsprechend mit zurecht. Die Beschichtung, die Western Mountaineering verwendet, ist eine sogenannte 80-20. Bedeutet, noch 80% der Beschichtung ist nach 20 Wäschen vorhanden. So ist es zumindest im Labor. Wichtig, Laborwerte, nicht gleich Praxiswerte. Die Praxiswerte dürften deutlich schlechter sein. Deswegen, je weniger man seinen Downschlafsack waschen muss, desto besser. Was ja auch immer so viel diskutiert wird, ist eben die Tatsache, dass wenn man einen Downschlafsack wäscht, er wieder fast so gut ist wie neu. Wird viel diskutiert. Trotzdem vergessen dann viele Leute aufgrund der guten Waschbarkeit von Downschlafsäcken, dass jede Wäsche auch ein gewisses Risiko ist, dass wenn man irgendwie dumm wäscht, das Ding ruiniert ist und dann kann man es wegschmeißen. Das kann also auch passieren. Für meine Begriffe her ist also die Herangehensweise, die ich jetzt anwenden werde, waschen so selten wie möglich. Wenn er es nötig hat, hat er es nötig und dann hoffe halt, dass die Wäsche so funktioniert, dass er dann wirklich so gut wie neu ist. Man wäscht in jedem Fall die Imprägnierung raus. Man wäscht einen winzigen Teil der natürlichen Daunenimprägnierung raus. Dazu kommen wir auch noch. Aber ja, er ist zumindest mal wasserdicht beschichtet. Die Ultralight-Serie, Extreme Light-Serie von Western Mountaineering, so rum, ist dafür gedacht, im Zelt eingesetzt zu werden. Das ist also kein Biwaksack. Der soll auch nicht in einen Biwaksack, niemals Downschlafsack in den Biwaksack, weil der Biwaksack verhindert ja, dass sämtliche Körperflüssigkeit, die wir abgeben, sämtlicher Wasserschweißdampf sozusagen, nach außen wirklich weggeleitet werden kann. Durch den Biwaksack geht ja nichts durch. Selbst wenn es ein atmungsaktiver Biwaksack ist, ist der nicht so atmungsaktiv, dass ich da mit einem Downschlafsack schon gar nicht mit einem hochwertigen reinschlüpfen würde. Einfach weil ich Angst habe, dass der zu nass wird innen. Durch den Schweiß. Und dann kriegst du ihn auf Tour gegebenenfalls, wenn jetzt zum Beispiel ein paar Tage schlechtes Wetter ist, kriegst du ihn dann nicht mehr trocken. Da hast du den so einen Salat. Also das ist kein Biwak-Schlafsack, das ist ein Zeltschlafsack. Oder ein super schönes Wetter und wir haben unser Tarp richtig gut aufgespannt und es ist nicht mit größeren Katastrophen zu rechnen. Kann man es mal riskieren, Schlafsack. Mehr aber auch nicht. Die anderen, die noch teureren und krasseren, ich darf das Ding nicht auf mir drauf liegen haben, dann schwitze ich mich tot. Dinger von Western Mountaineering, die sind dann zum Teil nahezu komplett wasserdicht und da kann es einem dann auch egal sein. Damit kann man auch in der Schneewehe rumliegen und solche Späße. Ne? Aber die kosten dann 700, 800 bis zu 1300, 1000, 1400. Das braucht dann wirklich kein Mensch, das sind Expeditionsschlafsäcke. Die Anzahl der Leute, die sowas brauchen, geht in den Promille, in den 0,-Promille-Bereich der Weltbevölkerung. Und wer sowas braucht, weiß sowieso, was er kauft. Von daher kann man das vergessen, beziehungsweise er kriegt es gesponsert von der entsprechenden Firma, weil man solche Expeditionsmenschen ja unterstützen möchte, dass die eben mit so einem Schlafsack unterwegs sind. Tolle Werbung. Wichtig ist die interessante Kapuzenform. Eben, wenn man sie nämlich ein bisschen zuzieht, wird sie halt kopfförmig, das ist eine anatomisch eben angepasste Kapuze, wenig Wärme geht drumherum verloren und aufgrund dessen, dass man sich hier das Loch um den Kopf, um den Hals genau anschmiegsam zuziehen kann, hat der Schlafsack nicht, auch wieder nicht, einen klassischen Wärmekragen. Hätte er einen klassischen Wärmekragen, wäre hier jetzt nochmal ein zusätzlicher Wulstmaterial angebracht. Das hat die Evelyn, Moment. Die Evelyn hat sowas. Hier, da haben wir jetzt nochmal so einen Zusatzwulst. Seht ihr hier, normaler Schlafsack. Wulst. Und da kommt dann erst die Kapuze. Der ist nicht sehr stark gepolstert, aber es ist ein Wärmekragen vorhanden. Halt so ein Latz,
der dann auch zusätzlich hängt. An sich eigentlich ein Charakteristikum von sehr warmen Schlafsäcken. Hier hat man aber aufgrund der speziellen Kapuzen, körpernahen Kapuzenkonstruktion, die äußerste Reihe, dadurch, dass der ja auch in diesen Wulsten aufgebaut ist, ist die äußerste Wulst oben am Hals gleichzeitig der Wärmekragen. Spart nochmal zusätzlich Gewicht, soll ja super leicht sein. Ne? Und so kommt das dann halt eben entsprechend zustande. Schön finde ich noch das Detail, dass hier zu lesen ist, wer denn im Detail diesen Schlafsack jetzt genäht hat. Also die genaue Bearbeiterin, das gibt es auch bei Hilleberg so, dass man da auch genau sehen kann, wer hat denn jetzt exakt mein Zelt zusammengenäht. Und hier kann ich sehen, dass Margarita Lopez und M. Rekenditz, wer immer das ist, entsprechend daran rumgetüftelt haben. Finde ich, ist irgendwie so eine kleine persönliche Ergänzung. Evelyn meint, das ist bestimmt fake. Da schreiben sie überall den gleichen Namen drauf. Kann sein, weiß ich nicht. Aber ich glaube es ihnen jetzt einfach mal. Dann hatte ich euch schon gezeigt, hier unterm Reißverschluss, diesen verschweißte Material, das einfach verhindert, dass beim Aufmachen oder beim Zumachen, gerade jetzt beim Zumachen, kann man sich ja normalerweise feines Schlafsack-Innengewebe wunderbar mit dem Reißverschluss einklemmen. Weiß jeder, der schon mal einen Schlafsack zugemacht hat. Und durch diese verschweißten Bänder hier geht das hier halt nicht so leicht. Die kriegt man also ziemlich problemlos, fast ohne, dass sich da jemals was verhakt. Eher verhakt sich noch der Außenstoff, ist jetzt gerade passiert. Kriegt man den eigentlich sehr gut, ja, man sieht, ne, sehr gut auf und zu. Fast schon wie bei einem militärischen Schlafsack, was mir auch gut gefällt. Nicht, dass ich schnell aus meinem Zelt raushupfen kann, um Tiere zu beobachten. Aber leichtgängiger, gutgängiger Reißverschluss, ohne dass der groß hängen bleibt, ist sicherlich auch noch einfach nochmal ein Qualitätsmerkmal und haben sie wahrscheinlich deswegen eingebaut, um anzugeben. Gehe ich mal schwer von aus. Hauptkriterium ist wirklich das Gewicht. Das unglaublich flauschige Innenmaterial, dazu eine Geschichte. Der ist ja jetzt ein paar Tage alt, ne? Und es ist ja nun eine Vorstellung, nicht eine Review im Sinne von, ich bin ja 7000 Nächte drin gepennt und finde ihn immer noch großartig. Evelyn wollte zuerst nicht reinkriechen. Er hat gemeint, willst du mal rein? Nö. Und irgendwann wurde es Abend. Und ich war noch am Computer, habe noch ein bisschen was geschafft. Und sie ist dann irgendwann verschwunden. Und dann kam ich hierher. Hier lag er schön drapiert, damit ich ihn bewundern kann, wenn ich vorbeilaufe. Und plötzlich war er weg. Dann komme ich hier ins Schlafzimmer und dann liegt sie in meinem Schlafsack. Und was macht sie? Sofort weggepennt ist. Und dann meine ich, kriege ich meinen Schlafsack wieder? Nein, der ist so kuschelig. So viel zum Thema Kuscheligkeit vom Schlafsack. Also ich als Mann kann das ja nicht beurteilen. Für sowas braucht man Frau. Die kann Kuscheligkeit erheblich besser beurteilen. Und das Innenmaterial fühlt sich wirklich unglaublich angenehm an. Natürlich kommt da noch dazu dieser Kisseneffekt. Dieses Aufbauschen ist auch einfach wahnsinnig gemütlich. Ich sag ja, die Bauschkraft allein ist nicht dafür verantwortlich, dass der Schlafsack warm ist. Aber es macht es wirklich super gemütlich. Hier die Reißverschlussabdeckleiste, die ist besonders dick gefüttert. Das fühlt sich einfach toll an. Und das ist in den wesentlichen Details die tollen Nähte, das wasserabweisende, daunendichte Material. Die schwarze Innenfarbe ist übrigens auch ein Feature, weil man soll den zum Trocknen auf links drehen. Dann trocknet er schneller, was ja wichtig ist beim Down-Schlafsack. Down ist ja sehr feuchtigkeitsempfindlich. Wer das noch nicht mitbekommen hat, das muss ich jetzt nicht nochmal extra erzählen. Und noch ein Feature, weil der soll ja quasi über 4 Jahreszeiten in gemäßigteren Klimazonen, wo krassen Winter gibt es natürlich 4 Jahreszeiten nicht möglich, soll der funktionieren und deswegen gibt es für die ganz warmen Nächte hier jetzt noch das tolle Feature, auch wenn es ihn schwerer macht. Er wäre noch mal leichter, wenn man auf weniger Reißverschluss gesetzt hätte. Reißverschluss ist immer sehr schwer. Gibt es für die ganz warmen Nächte noch die komplett separat zu öffnende Fußbox. Die hat einen eigenen Reißverschluss. Ja? Also die kann man separat aufmachen, egal, unabhängig vom Rest, vom Schlafsack. Und wenn man die dann auch noch aufmacht und den Reißverschluss oben aushängt, dann hat man eine Decke. Haha!
Ja, also in ganz warmen Nächten einfach als Daunendecke entsprechend verwendbar. Ne? Ist klar, oder? Andersrum normalerweise. Andersrum. Also damit auch super vielseitig und damit, man kann ja auch sagen, was soll ich mit dem Schlafsack, dessen Komforttemperatur schon im Minusbereich liegt. Ich bin im Minusbereich kaum unterwegs. Ja, dann legst du dich so hin wie jetzt. Ne? Das ist super gemütlich auch. Fühlt sich an, gerade durch die Bauschkraft, wie eine Bettdecke. Ich habe vom Schlafverhalten her Schwierigkeiten mit dünnen Fließdecken. Ne? Die sind im Grunde für den Sommer auch warm genug. Aber ich finde die einfach unbequem, weil die nicht wie eine Bettdecke sich kuscheln lassen. Ich brauche das irgendwo. Gerade habe ich noch behauptet, man braucht eine Frau, um die Kuscheligkeit zu beurteilen, aber egal. So eine Daunendecke hingegen, die hat eine gewisse Kuscheligkeit, einen gewissen Kuschelfaktor und ist damit erheblich gemütlicher, jetzt für mich, als eine Fließdecke. Man kann das Teil auch so immer auf Reise, ist wunderbar als Bettdecke verwenden, wunderbar in einem Youth Hostel. Die haben ja meistens auch keine Bettdecken, inklusive kann man sich das Ding als Bettdecke verwenden. Auf der eigenen Isomatte, auf der Matratze liegen und da muss man auch kein Geld für zusätzliche Bettwäsche ausgeben. Ganz, ganz toller Schlafsack. Ne? Beziehungsweise Decke, je nachdem. Wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Bisher, ich habe mir noch nicht viel im Einsatz gehabt, es wäre allerdings eine große, große Schande, wenn der jetzt nicht auch noch gut performen würde bei dem, was er kostet. Auch bei höheren Temperaturen, wenn man sich jetzt reinlegt, zum Beispiel des Nachts, und zwar Heizung aus und vielleicht bei 10 Grad oder was Raumtemperatur dann irgendwann entsteht, dann schwitzt man sich auch nicht doof und dämlich. Weil Daunenschlafsäcke haben halt einfach ein viel besseres Feuchtigkeitsabtransportverhältnis. Recht schnell klamm und feucht kann es in einem Kunstfaserschlafsack schon werden. Da nimmt ja überhaupt keine Feuchtigkeit auf. Daune kann das, das ist ein Vorteil. Der Schlafkomfort, das Gefühl im Schlafsack ist viel besser. Das ist ein Nachteil. Man muss sie am nächsten Tag trocknen können, sonst wird es schwierig. Weil man darf auf keinen Fall, die nehmen einem viel nicht übel, die hochwertigen Daunenschlafsäcke. Aber was man auf keinen Fall machen darf, das möchte ich nochmal betonen, ist sie komprimieren im feuchten Zustand. Das darf man auf keinen Fall tun. Man kann sie zur Not sogar im trockenen Zustand, kannst du die komprimieren noch und nöcher. Kannst du auch mal schlimmstenfalls für ein paar Wochen rumliegen lassen und am Ende falten sie sich trotzdem wieder aus bei der hochwertigen Daune, die da drin ist. Aber was man auf keinen Fall machen darf, ist feucht. Feucht komprimieren ist tödlich, dann kann man ihn potenziell wegschmeißen. Sollte so ein Schlafsack jetzt mal wirklich abgenutzt sein, weil alt, weil viel benutzt und so weiter, dann kann man ihn immer noch gegen natürlich einen entsprechenden Obolus öffnen lassen, die Daune separat waschen lassen, gegebenenfalls lassen sich Reißverschlüsse austauschen und dann ist er wirklich wieder so gut wie neu. Und das kostet einen Bruchteil von dem, was der neue Schlafsack kosten würde, weil die Daune ja noch gut ist und wenn man die separat speziell in der Daunenreinigung reinigt, also so ein kompletter Erneuerungsvorgang in Anführungszeichen, der mag 100 Euro kosten, aber das ist gemessen am Gesamtpreis eines neuen solchen Schlafsacks, finde ich durchaus fair. Und das sollte eigentlich vor 10 Jahren nicht notwendig sein. Daune. Bei Daune darf man anmerken, dieser Schlafsack ist wenigstens vegan. Dieser Schlafsack ist es nicht in gewisser Weise. Da kann man sich jetzt streiten. Sicherlich nicht vegan, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht vegan ist dieses Ding mit vergleichsweise billiger Daune. Je billiger die Daune, insbesondere wenn überhaupt kein Nachweis zur Ethik der Daunengewinnung dabei ist, dann kann man davon ausgehen, dass es sich immer noch um Lebendrupf handelt. Heißt, man nimmt das lebende Vieh, reißt dem einfach die Daunen aus, die Federn aus. Und wichtig ist übrigens noch bei der Daunenqualität, das habe ich vergessen zu sagen, wollte ich noch sagen, der Daune-zu-Federn-Anteil, der liegt bei Western Mountaineering bei 95:5, also 5%, 95% Daune, 5% Federn, bei günstigeren Schlafsäcken 80-20. Ja, irgendwie noch schlechter wird selten, habe ich noch nicht gesehen. Jedenfalls, das Material wird den lebenden Tieren ausgerissen, was natürlich Tierquälerei sondergleichen ist. Besser ist, die Tiere werden ohnehin geschlachtet, um gegessen zu werden. Es handelt sich halt um Mastgänse. Wenn sie dann sowieso tot sind, dann rupft man entsprechend noch die Daunen raus, beziehungsweise nutzt die dann für den Schlafsack. Ethisch, moralisch, meiner Meinung nach durchaus völlig in Ordnung, weil das Tier wird sowieso gegessen.
Dann kann man ja auch die Daune nutzen, macht die ganze Geschichte eigentlich nur nachhaltiger. Es wird fast alles vom Tier genutzt. Wenn schon sterben muss, dann ist das doch eigentlich ein ganz guter Weg. Meiner Meinung nach. Ne? Der Veganer mag anderer Meinung sein, der Vegetarier mag auch anderer Meinung nach sein. Für euch gibt es ja Kunstfaserschlafsäcke. Oder ihr sagt, ihr findet es ethisch, moralisch korrekt, was Western Mountaineering macht. Weil bei denen muss für die Daunengewinnung auch kein Tier sterben. Der Unterschied ist allerdings der zu den super billigen Daunen, wo auch das Tier streng genommen nicht stirbt, aber stark leiden muss, ist die Gänse, wenn sie einigermaßen naturgemäß aufwachsen und leben können, polstern die Nester für ihre Küken, beziehungsweise für ihre Eier und dann später für ihre Küken, mit eigener Daune aus. Die reißen sich selber mit dem Schnabel, so im Bauchbereich, bisschen Daune aus, polstern damit ihr Nest und da legen sie ihre Eier rein und irgendwann hüpfen natürlich die Küken und dann haben die ein super schön warmes, behagliches Nest, weil mit so ziemlich dem bestisolierendsten und wärmsten Material, was die Natur so bisher hervorgebracht hat, gefüttert Daune. Ja? Man muss ja noch, ich muss es fast schon nicht dazu sagen, das weiß wahrscheinlich eh jeder, die technischen Eigenschaften von Daune, die Isolationseigenschaften von Daune, diese Bauschkraft und diese Langlebigkeit sind unerreicht und das kann man mit keiner Kunstfaser wirklich imitieren. Man kann gute Kunstfaserschlafsäcke bauen, die reichen hinten und vorne nicht an die Eigenschaften von Daune heran, was Isolation, Bauschkraft und so weiter und so fort angeht. Lediglich Wasser halt ein Problem. So, und dieses Nestmaterial, was die Tiere ganz natürlich, biologisch absolut normal verwenden, um ihre Nester auszupolstern, das klaut man ihnen für diesen Schlafsack. Also da ist keine Gans für gestorben. Die hohe Bauschkraft der Western Mountaineering Daunen kommt dadurch zustande, dass das alles alte Vögel sind, von denen die Daune stammt. Man klaut sie auch nicht den Kindern, die noch gar keine großen, voll ausgebildeten, super gut Daunen haben, sondern man nimmt die wirklich von den alten weiblichen Vögeln. Wie heißt das denn bei der Gans? Gänsinnen. Wahrscheinlich heißt es Ganshenne, wenn man es botanisch ausdrücken wollen würde. Jedenfalls die Daune, die die nutzten, um ihren Nachwuchs vor Kälte zu schützen, die landet hier drin. Das heißt jetzt nicht, dass der Nachwuchs stattdessen frieren muss, sondern man polstert dann die Nester mit synthetischem Wattezeugs und so weiter und so fort aus. Das reicht ja, weil es sind beheizte Scheunen, wo die ihre Nester anlegen. Da geht es den Tieren deswegen nicht schlecht, also den Küken. Ja, die müssen jetzt nicht erfrieren, weil man den Altvögeln sämtliche Daunen wegklaut und nichts Alternatives hingibt. Das ist so ein bisschen wie die Honiggewinnung. Die Bienen müssen ja auch nicht verhungern, weil ihnen der Imker den Honig klaut. Da gibt es dann ja alternativ eben entsprechend Zucker und damit kommen sie auch zurecht. Das mag nicht ganz so toll sein wie das Original, aber irgendwo muss die Daune dann halt ja doch herkommen. Und ich denke schon, dass es rein von der ethischen Seite her die beste Methode ist und auch die natürlichste. Und sie erzeugt gleichzeitig die hochwertigste Daune. Denn diese Daune hat noch einen weiteren großen Vorteil im Gegensatz zur Billigvariante. Ich weiß nicht, ob hier jetzt wirklich die Billigvariante drin ist. Das kann ich nicht sagen, aber es besteht eine gewisse Chance. Was auch nicht schlimm ist, weil das Ding ist uralt und Evelyn hat sich damals mit der Thematik sicherlich nicht sonderlich auseinandergesetzt. Was auch nicht schlimm ist, weil uralt. Was ich sagen möchte ist, Wasservögel haben eine Bürzeldrüse. Das ist das Ding, was hinten überm Schwanz, sofern Vögel überhaupt einen Schwanz haben oder wo die Schwanzfeder zumindest sitzt, sitzt die Bürzeldrüse. Sieht man gerne bei Enten, die machen dann mit dem Schnabel da hinten so und dann nehmen sie den Flügel hoch und einschmieren, ne, damit sie wasserdicht bleiben. Dieses natürliche Imprägniermittel für Daune haben auch Gänse, ne, die schwimmen ja auch normalerweise. Und gerade bei alten Gänsen, die sehr naturnah aufwachsen durften, die haben in dem Gebiet, wo sie leben, nämlich auch Tümpel, wo sie mal ein bisschen schwimmen können und ein bisschen Wasser und so weiter und so fort, die fetten sich auch ihr Gefieder ein. Die fetten sich auch und gerade auch ihre Daunen eben entsprechend ein wenig mit diesem natürlichen Gänsefett ein, damit die Daunen schön wassergeschützt bleiben für ihre Küken. Gerade wieder die Daunen, die sie sich ausreißen, die dann im Schlafsack landen. Und deswegen ist die Philosophie, zumindest die bei Western Mountaineering verwendet wird, dass die auch keine hydrophobisch ausgestattete Daune haben wollen. Das gibt es ja auch. Man kann ja auch künstlich
sagen wir mal, eine einfachere Daune, hydrophobieren, also wasserabweisend machen. Da gibt man dann einfach so ein Imprägniermittel drüber, wie hier auch auf der Oberfläche von dem Schlafsack drauf ist, oder auch hier drauf ist, oder auf rotwertigen Regenklamotten entsprechend drauf ist, was mitunter umwelttechnisch ein bisschen schwierig ist. Die sind nicht sehr umweltfreundlich, diese Sachen, die man da als Imprägniermittel nehmen kann. Aber jedenfalls, wenn man die Daune mit imprägniert, erstens hat man dann mehr Imprägniermittel verwendet, zweitens ist es das Zeug, was, wie gesagt, hier auch überall drauf ist, was auch ausgewaschen wird. Anders als die natürliche Imprägnierung der Daune, die bei sehr, sehr hochwertiger Daune, nach Meinung von Restaurant Mountaineering, ich kann das momentan weder bestätigen noch verneinen, aber es klingt sinnvoll und mir persönlich gefällt einfach der Gedanke, bei hochwertiger Daune ist die natürliche Imprägnierung durch die Gans selber hochwertiger, besser und vor allen Dingen fast unendlich langlebig im Vergleich zu der künstlichen Imprägnierung, die du bei eben hydrophobischer Daune draufgeben kannst. Die wird nämlich ausgewaschen. Die hier nicht. Und ja, also meiner Meinung nach machen sie damit dann wirklich alles richtig. Ich habe mich bei der Frage des Daunenschlafsack-Auswahl wirklich viel damit beschäftigt. Solltest du nicht doch lieber einen nehmen, der halt eben diese hydrophobe Daune hat? Klingt doch irgendwie toll. Die negativen Eigenschaften von der Daune, dass halt wasseranfällig ist, kann man damit sozusagen wegwischen. Aber erstens ist es nicht so, dass die hydrophobisch ausgestattete Daune völlig wasserabweisend wäre. Die kann auch nass werden, die kann auch verklumpen. Und zweitens ist diese hier halt auch behandelt, nur halt eben natürlich von der Gans. Das darf jetzt jeder selber entscheiden, was einem lieber ist. Aber gerade die Idee, das soziale Sozialverhältnis zu seiner Ausrüstung, man hat zu seiner Ausrüstung ja immer eine gewisse Liebe, die steigt meiner Meinung nach schon nochmal sehr dadurch, dass man weiß, das sind die Daunen, die die Gans, ja zwar nicht für einen persönlich, aber die Gans sich selbst ausrupft, um damit mich warm zu halten. Zwar nur sekundär, aber ja. Und die sie mit eigenem Gänsebürzeldrüsenfett ausgestattet hat, damit sie möglichst lange entsprechend trocken bleibt und möglichst gut den Wetterbedingungen, die am See so herrschen, widerstehen kann. Ja? Finde ich vertrauenserweckender, als jemand hat irgend so eine schöne Chemikalie über die Daune drüber gekippt. Aber muss jeder selber wissen. Preislich kriegt man hydrophob ausgestattete Daunenware zu einem ähnlichen Preis wie dieses Zeug. Hier hat man natürlich nichts gemacht, weshalb man kann bei dem anderen Ding eher nachvollziehen, dass es viel kostet, weil man es ja hydrophobiert hat. Hier hat man gar nichts gemacht, es kostet trotzdem genauso viel. Aber das ist halt die höchstmögliche Daunenqualität, sagen sie zumindest. Aber ich glaube ihnen das ehrlich gesagt auch fast, die man erreichen kann. Jo! Eine letzte Sache noch, diese Kanäle hier, diese langgezogenen, sind zur Seite hin offen. Man kann also, wenn man zum Beispiel strikter Rückenschläfer ist und es wird eine sehr kalte Nacht, kann man sich das Material hier mit der Hand zur Seite schieben, dahin, wo später die Brust sein wird, die Oberseite vom Schlafsack, dann drückt man nur leeres Material unterm Rücken zusammen und hat oben die komplette Isolationskraft vom Schlafsack zur Verfügung. Damit wird er sehr, sehr warm. Alternativ, man ist irgendwo über eine lange Strecke unterwegs und kommt wohin, wo es viel, viel, viel wärmer ist, als sinnvoll wäre für die Temperatur von diesem Schlafsack. Dann kann man andersrum das Material, das auf der Oberseite ist, die Daunen, die auf der Oberseite zu liegen kommen würde, auf die Unterseite drücken, liegt sie platt im Schlafsack, sie isoliert nicht und man hat weniger warm. Das ist also nochmal eine Möglichkeit, den Schlafsack anzupassen. Jetzt mag der eine oder andere anmerken, ja, aber dann verschiebt sich doch die Daune, während ich schlafe. Das ist aufgrund der enormen Füllmenge, die in diesen einzelnen Würstchen drinsteckt und dem doch vergleichsweise kleinen Durchmesser der einzelnen Würstchen, ist da ein Selbstverschieben, ein unbeabsichtigtes Verschieben fast ausgeschlossen. Fast. Und wenn es doch mal passiert, ja, das ist tatsächlich ein potenzieller Nachteil. Den sieht aber offensichtlich keiner. Ich habe zumindest keine Review gefunden bisher. Ich werde auf jeden Fall sehr darauf achten. Von Leuten, die sagen, dass das ein Nachteil wäre, dass man hier die Daune hin und her schieben kann. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es aber auch ein tolles Feature. Wir werden es sehen. Ich werde es kontrollieren und ihr hört wieder zu diesem Schlafsack. Ihr werdet ihn hin und wieder mal vielleicht sehen. Aber hören tut ihr dazu erst wieder. Moment. Wenn ich,
ich sage jetzt mal, 20 bis 30 Nächte drin gepennt habe. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich vielleicht erst was dazu sagen soll, nachdem ich ihn zum ersten Mal erfolgreich gewaschen habe. Ich mache zum Waschen nochmal ein separates Video dann. Ne? Der war so teuer, den will ich jetzt wenigstens mit 3 Videos ausschöpfen. Ich hoffe, man nimmt mir das nicht allzu krumm, aber ja, ne? Also selbst gekauft, nix Werbung, nix Kooperation mit Western Mountaineering. Die sitzen in Kalifornien, das ist der gute Teil von Amerika. Gut, macht's gut, danke fürs Zuschauen, danke fürs sich den langen Schlafsack-Monolog antun. Bis zum nächsten Mal, tschüss.